und im Zirkus gab es zu verschiedenen Anlässen als Totenspiele, Fest der Götter und auch um das Volk in Zeiten der Not zu beruhigen und auch um zum Beispiel konkrete politische Ziele durchzusetzen. Das sind unsere Gladiatoren von Amor Mortis, die Todesliebenden. Während Sie den Gladiatoren zujubeln, es war so, dass die Gladiatorenkämpfe aus der heutigen Sicht sehr grausam waren, sehr brutal waren, dass wir das uns heutzutage nicht mehr vorstellen wollen und auch können. Das wollen wir auch hier nicht wiedergeben. Und das möchten wir auch nicht, weil wir es auch nicht können. Wie wollen wir hier den Tod darstellen? Sie erleben hier moderne Darsteller, keine Schauspieler, moderne, ja, wie sagt man es so schön, Technik aus der damaligen Zeit, Rekonstruktion, die Waffen und auch einen Fankult. Das sehen Sie gleich hier bei uns von Amor Mortis. Damit kann man die Gegner aus der Distanz, auf Distanz halten und für den Nahkampf wird das Schwert gezogen. Das heißt, gleich werden erst die Speere fliegen und wenn die weg sind, geht es dann in den Nahkampf. Eine Art, eine Taktik hier zu gewinnen möglicherweise. Ich bin gespannt, wo sind die Fans von Bato? Wo sind die Fans von Priskus, unseren Essendari? Jetzt schon die Gunst des Publikums. Und die Schiedsrichter, die Sie sehen, geben jetzt den ersten Kampf frei. Da noch abtasten. Antäuschen mit den Speeren. Das war knapp. Oh, der war auch sehr knapp. Feuern Sie ruhig an, klatschen Sie ruhig mit. Sie sehen beide nur noch einen Speer, jetzt gleich müsste einer in den Nahkampf gehen. Da ist der Speer runtergefallen, jetzt also im Nahkampf, beide jetzt. Feuern Sie ruhig Ihren Favoriten an. Sie sehen, es geht immer kurz zusammen und dann wieder auseinander. Wo sind die Fans von Priskus? Ja, er lässt sich noch feiern. Nicht, dass er zu unaufmerksam ist. Das kann auch nach hinten losgehen. Wie sieht es bei Bato aus? Der Essendari. Sie sehen auch noch eine Besonderheit, das Ovalschild, der Schild, gebogenes Ovalschild und auch die fast vollständig geschlossenen Helme. Und da können Sie nur so circa 30-40% der Luft überhaupt atmen. Das heißt, da sollte man eine Riesenkondition haben. Sie glauben nicht, wie anstrengend das ist. Und jetzt nähern sich die beiden wieder an. Könnten Sie schon sagen, wer hier als Sieger die Arena verlässt? Jetzt geht's nochmal los. Da ganz eng zusammen.
Sie sehen, es sind keine Speere dabei, sondern es gibt nur die Stichwaffe und auch ein Schild, was so mittelgroß ist. Eine kurze Stichwaffe. Damit geht's gleich richtig zur Sache. Sie werden sehen, es ist so ein Box-Stichkampf-Stil. Also da macht man alles andere, aber nicht auf Entfernung kämpfen, sondern geht man immer nah dran, was sehr, sehr anstrengend ist und auch sehr spektakulär aussieht. Mal kurz die Fanlager getestet. Ajax, wo sind deine Fans? Ajax? Wo sind die Fans von Argos? Und Sie sehen auch aus Sicherheitsgründen den Brustschutz, wo wir glauben, dass er auch früher dort getragen wurde, gegen direkte Stiche und Schnitte am Oberkörper. Pektorale. Und jetzt los! Sie sehen, ein kurzer Abstand nur. Direkt geht es rein in den Kampf. Oh. Das war ein Treffer. Und für die beiden machen wir nochmal das rhythmische Klatschen. Tack. Sie sich das an. Da geht's richtig zur Sache. Ajax gegen Argos, die Provokatoren. Oh, 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 oh. Hart getroffen. Hart getroffen. Haben wir schon einen Sieger oder soll er weitermachen? Also Argos liegt bei Ihnen sehr weit in der Gunst. Sie hören auch die Schwerter hier klingen. Sie hören das Schild, die Schild gegeneinander schlagen. Oh, da taumelt er. Ajax taumelt. Ajax, sehen Sie, steht noch. Argos taumelt. Argos taumelt. Noch die Chance. Geben Sie ihm noch Applaus mit. Geben Sie ihm das Brot der Gladiatoren mit. Kleine Beinschiene zum Schutz vor dem eigenen Schild und auch der prunkvoll verzierte Helm und auch halt die Beinschienen, die ich Ihnen gerade schon genannt habe. Der Lanzenkämpfer, klar, die Lanze, gebogener Rundschild und zwei hohe Beinschienen schützen da auch die Oberschenkel. Und achten Sie jetzt mal auf die Taktik. Sie haben einen Mormillo, also den Hektor, den Großschildkämpfer gegen Perseus, den Lanzenkämpfer. Suchen Sie sich Ihren Favoriten.
Und da können Sie schon die Taktik sehen. Mobilo, der Großschildkämpfer, er in der defensiven Position und wartet dann im entscheidenden Moment zuzustechen. Und unser Perso ist sehr schnell, sehr wendig, hält ihn sich vom Leib mit der Lanze. Und da frage ich gleich mal, Perseus, wo sind deine Fans? Das war der Hochmut. Und wo sind die Fans von Hector? Jetzt geht's weiter. Schauen Sie, wie knapp beim Großschildkämpfer auch der Helm über ein Schild ist, dass er genau dort abschließt und so dem Speer möglicherweise ausweichen kann. Während der Lanzenkämpfer, unser Perseus, etwas tänzelt und versucht dann anzugreifen. Sie sehen, da gibt es Probleme. Lieber Mobilo, lieber Hector, das sind deine Fans. Und das waren heute Morgen mal mehr. Was macht er da? Perseus, das sind deine Fans. Sie glauben gar nicht, wie sehr das den Gladiator pusht, wenn er weiß, er hat seine Fans im Rücken. Wenn er hier steht und wenn er dann den Applaus bekommt von Ihnen. Jetzt wird gerade von den Schiedsrichtern geschaut, ob da auch alles in Ordnung ist, dass sich keiner verletzt. Glauben Sie mir, Schrammen, blaue Flecken, das ist alles Alltag bei diesen Kämpfen, die Sie hier sehen, die sehr hart sind, die sehr ordentlich zur Sache gehen. Und was sagt der Schiedsrichter? Es ist ein nächster Angriff möglich, die nächste Annäherung und wir klatschen noch mal zusammen für die beiden, für Hector und Perseus. Jetzt sehen wir, jetzt will Hector das beenden und er beendet den Kampf. Hector gewinnt, der große Kampf von der Mobilo. Kämpfer, der Retiarius Privaopus und für den Sekutor der Verfolger Africanus. Eine unglaublich spannende Partie. Unser Priapus gegen Africanus. Jetzt, Kämpfer, sehen Sie die leichte Ausrüstung. Kein Helm, das Netz zum Werfen, Dreizack als Distanzwaffe und noch ein Dolch dabei als Nahkampfwaffe. Und der Sekutor, der Verfolger, da sehen Sie das eingeschränkte Sichtfeld erstmal mit der schlechten Beatmung durch, nämlich den Helm und auch das große, der große Schild, das Scutum und die kurze Stichwaffe. Das ist Africanus und das sind deine Fans! Und es wird sehr spannend jetzt auch, wie denn der Netzkämpfer, der Retiarius, vorgehen wird. Deswegen großen Applaus für unseren Priapus! Achten Sie darauf, wie schnell der Netzkämpfer, der Retiarius, ist. Erster Versuch. Nächster. Und da geht's direkt ran. Der Retiarius, der Netzkämpfer, versucht ihn sich vom Leib zu halten mit dem Speer, mit dem Dreizack. Aber das gelingt jetzt auch, doch, das gelingt jetzt ganz gut. Ich habe gerade schon die ersten Fangesänge für Africanus gehört. Das wäre absolute Premiere. Das wäre absolute Premiere. Africanus, das sind deine Fans. Ja, und die Apos schaut jetzt das letzte schon weg. Gucken Sie, diese kurzen, schnellen Schritte auch im Sand, die ungeheuer schwer sind, die ungeheuer anstrengend sind. Übrigens, Amphitheater, die Arena hier in Xanten, die einzige
wo man auch dann wirklich im Sand kämpfen kann in Deutschland. Sie sehen auch den Schulterschutz beim Retiarius, den er immer dann nach vorn zieht, sobald der Sekutor, unser Afrikanus, versucht zuzustechen. Da wieder. Also die beiden schenken sich nichts. Beatos braucht Applaus. Braucht Applaus, braucht Adrenalin. Ja, darfst du ausziehen. Und wir glauben, dass es auch Fangesänge gab. Und ich würde mich freuen, wenn Sie jetzt für Afrikanus zusammen Afrikanus! Afrikanus! Da macht sich jemand unbeliebt beim Publikum, beim Volk. Jetzt geht's weiter. Können Sie sagen, wer vorne liegt? Noch abtasten. Oh, 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 da hat er ihn, da hat er ihn! Da hat er ihn! Du Julius kämpfst gegen Polo Momino, der Rutschelkämpfer! Sie können den Trex erkennen, den Krummschildkämpfer, einmal an dem Krummschwert der Sika und an dem kleinen Schild. Damit kann er mit der gebogenen Waffe, die er jetzt Ihnen eben zeigt, kann er rechts und links am Schild vorbei und auch oben drüber rein. Das ist der große Vorteil. Es gibt auch viele Finten, die er damit schlägt. Und der Momillo, der Großschildkämpfer, den haben Sie gerade schon gesehen. Prunkvoll verzierter Helm, dazu gehört auch das große Schild, das Skutum und die kurze Stichwaffe. Im ersten Moment denkt man unfair, die beiden gegeneinander, aber Sie werden gleich ganz genau sehen, welche Vor- und Nachteile man hat. Für wen drücken Sie die Daumen? Wer ist für unseren Trex? Für unseren Lucunius! Und lieber Polo, der Großschildkämpfer, das sind deine Fans! Das war eine eindeutige Ansage gerade. Und jetzt geht's gleich los. Und jetzt. Sie sehen, wie es direkt zur Sache geht. Mein Gott. Schauen Sie wieder beim Großschildkämpfer, wie dicht der Helm über die Kante geführt wird. Der Schild dabei direkt davor gehalten. Er neigt den Kopf nach links und rechts und dort kommt dann Lucunius nicht vorbei, nicht an ihn ran. Achtung! Da! Unser Lucunius, unser Krummschildkämpfer, am Ende hier als Sieger die Arena verlassen wird, der klatsche jetzt. Und wer glaubt denn, dass unser Großschildkämpfer, unser Polo Momillo, als Sieger hier rausgeht? Es ist nicht einstudiert, was Sie hier sehen, es passiert in diesen Sekunden. Das, so glauben wir, war Teil in der Arena der Fankult, dass es richtige Fanlager gab. Die Ausrüstung, die Sie auch hier sehen, die können Sie nicht mal eben irgendwo kaufen. In jahrelanger harter Arbeit wurde die selbst entwickelt, teilweise auch mit Historikern zusammen.
Währenddessen sehen Sie, dass sich da jemand auch mit dem Schiedsrichter anlegt. Da sollte er ein bisschen aufpassen. Unser Lucudius, etwas vorsichtiger. Etwas vorsichtiger. Er macht sich da zunehmend unbeliebt. Sie sehen die Provokation, die es gerade vom Polo ausging. Komm her, versuch es doch, du triffst mich nicht. Eine kurze Unterbrechung. Steigern Sie den Adrenalinspiegel hier unten und schicken Sie uns noch mal Ihren großen Applaus in die Arena. Das sieht eindeutig aus gerade. Der Kampf, der ist vorbei. Es ist ein Unentschieden.